Hallo WPU, hier ein kleiner Kurzüberblick über die Problematik der CO2-Kapseln. Auf die Problematik der CO2-Kapseln bin ich per Zufall durch einen Forenkollegen gestoßen, der ebenfalls Röhmwaffen sammelt. Das ist ein Rückschlagventil einer TM88 Shooter und wie in einem anderen Video beschrieben, ist hier der Ventilschlüssel, man so sehen kann. Und dieser Ventilschlüssel wird abgedichtet nach hinten durch eine kleine Mini-Dichtung, sage ich mal. Also die ist so 1-2 mm dick ungefähr. Und ich hatte vorher die Röhm-Waffen, Langwaffen, TM Shooter 88, mit dem Rückschlagventil immer mit den schwarzen Kapseln hier betrieben, von Walter. Diese silberne ist von Umarex. Wie man sieht, ist auch hier oben der Kopf schwarz lackiert. Nachdem ich nun dieses Rückschlagventil auseinandergenommen habe und mir diese kleine Mini-Dichtung angeschaut habe unter der Lupe, sah ich also, dass dieses Mini-Ventil, das auch kleine Riefen hat und so weiter, komplett schwarz war. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, woher das kommen konnte. Aber dann bin ich darauf gekommen, dass es wohl hier an dem Abrieb von dieser Kapsel, schwarzen Walter-Kapsel, liegt. Also die Farbe scheint lackiert zu sein. Und diese Abblätterungen haben sich in diesem kleinen Ventil quasi abgelagert und haben dann auch diese kleine Dichtung zugesetzt. Und somit war es dann der Fall, dass auch dieses Rückschlagventil abgeblasen hat. Wenn ich nun diese schwarzen Walter CO2 88 Kapseln benutze, mache ich es immer so, dass ich Schleifpapier nehme, so 2000er oder 3000er und oben hier den Kopf abschleife und dann erst in die Waffe diese Kapsel eindrehe und ansteche. Damit verhindere ich also weitere Verschmutzung des Ventils. Oft kommt es auch vor, dass dieser Kopf hier oben also nicht richtig angestochen wird. Man wundert sich, mein Gott, warum hat denn die Waffe nicht so viel Kraft? Ganz einfach, weil der Dorn hier das Loch nicht richtig kein richtiges Loch angestochen hat. Wahrscheinlich haben auch diese schwarzen Kapseln diese Abdeckplatte, die Anstichplatte, verschiedene Dicken. Ja, das sind dann Fertigungstoleranzen. Weiterhin sollte man beim Kauf dieser schwarzen Kapseln darauf achten, dass man hier mit Fingerspitzengefühl mal am Gewinde lang geht, weil des Öfteren hier ein Grat entstanden ist, der nicht abgeschliffen wurde. Das hatte ich der Firma Teutenberg schon geschildert. Also Walter hat auch darauf reagiert. Wenn man diese Kapseln mit diesem Grat, der hier nicht wegpoliert wurde, einschraubt, zerschneidet dieser Grat die Dichtungen. Bei den silbernen Umarex CO2 88 Gramm Kapseln hatte ich diese Problematiken noch nicht, habe aber immer das Gefühl, wenn ich diese Kapseln eindrehe, dass die Waffe weniger Kraft hat. Warum auch immer. Hier oben, muss ich gleich dazu sagen, ist also der Kopf auch etwas länger, breiter, größer. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, als bei der schwarzen. Also da ist jetzt aber auch bei den silbernen Kapseln was geändert worden. Das Gewinde ist also verlängert worden. So wie mir gesagt wurde. Die Verlängerung des Gewindes soll wohl dafür dienen, damit die Kapseln also tiefer auch anstechen. Und kann ja sein, dass die jetzt am Anfang nicht tief genug angestochen wurden und dadurch die Leistung der Waffe nicht hoch genug war oder nicht entsprechend der Angaben war. Auch habe ich bemerkt, wenn ich dann die leere 88 Gramm Kartusche Kapsel entfernt habe, dass also in dieser Kapsel ein Rascheln war. Da hat sich wohl hier oben das Metallstück gelöst und ist dann in die Kapsel gefallen. Was natürlich auch passieren kann, dass dieses Metallstück den Anstich hier oben beim Schießen also leicht verschließt und dadurch kommt es auch dann zu einer indifferenten Schusskraft der Waffe. Hatte ich auch schon ein paar Mal. Also das war einigen ist das Metallstück also reingefallen. Bei einigen anderen ist beim Anstich das Metallstück dann innerhalb des Halses hängen geblieben. Oft habe ich es eben halt so, dass es hier drin klingelt,
bei einer leeren Kapsel. Hier zum Beispiel ein CO2-Ventil einer Air Magnum. Auch dieses CO2-Ventil habe ich mal auseinandergenommen und da habe ich leider auch sehen müssen, dass eben halt die schwarzen Ablagerungen dieser CO2-Kapsel im Ventil selber sich abgelagert hatten. Wie das jetzt zu handhaben ist, inwieweit man eben halt diese Ventile säubert oder nicht säubert, keine Ahnung. Also wenn man eben halt mit ein bisschen Silikonöl dran geht an die Ventile, um sie eben halt auch ergängig zu halten, ist halt die Frage, inwieweit diese Ablagerung eben halt dieser Kapseln also sich mit diesem Öl vermischen und dann das Ventil letztendlich lahmlegen. Man sollte das vielleicht mit reinem Alkohol säubern oder Bremsenreiniger, weiß ich nicht, geht an die Dichtungen und zerstört sie. Das gleiche Problem haben wir natürlich mit den 12 Gramm Kapseln auch. Manchmal werden die auch nicht richtig angestochen, also immer sich vergewissern, dass die Waffe auch ordentlich läuft, indem man also die Kapsel, wenn man sie implementiert, also ordentlich arretiert. Ja, man kriegt da schon ein Gefühl raus. Manchmal sind diese Löcher hier ganz, ganz klein. Ich habe also jetzt gestern oder vorgestern in der Röhm eine Kapsel drin gehabt und habe sie, die Röhm ging nicht richtig. Ich habe dann die Kapsel rausgenommen und habe gesehen, das sah aus, als wäre da kein Loch drin. Habe dann mit einer kleinen Stecknadel reingepiekst und siehe da, also die Kapsel war zwar angestochen, aber das CO2 konnte nicht richtig entweichen. Und dadurch war die Waffe auch recht schlapp in ihrer Schusskraft. Auch hier bei dieser CO2 12 Gramm Kapsel ist es so, dass man eben halt durch diesen Anstich Metallreste produziert, die sich dann auch letztendlich im Ventil ablagern. Ja, gerade bei Pistolen ist es sehr, sehr schwierig, diese Ventile auseinanderzunehmen. Gut, mit was man dann spülen könnte, ich kann dann, wie ich schon in anderen Foren gelesen habe, reinen Alkohol empfehlen, der wohl nicht so die Dichtungen angreifen soll. Ich lasse mich aber gerne berichtigen. Diese 12 Gramm Kapseln werden ja auch gerne auch in Gewehren genutzt oder fast nur in CO2-Gewehren. Diese Ablagerungen sind natürlich auch dafür schädlich für den Transferport, der sich eventuell in Verbindung mit diesem alten Lack und mit Öl, dass der Transferport sich eventuell auch zusetzt. Ist eine Vermutung von mir, ich habe selber noch nicht reingeschaut, aber darin sehe ich eine Gefahr. So, dies waren meine Erfahrungen mit den CO2-Kapseln und deren Problematik. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.